Zuverlässig, ja? Hm. Wo sind die denn alle? Gut? Ernsthaft, Gedick? Du bist der Letzte, von dem ich dachte, er arbeitet für die Rebellen. Du kannst froh sein, dass er das macht, sonst wärst du jetzt tot. Die Viper-Droiden werden immer aggressiver. Wir müssen unseren Angriff starten. Angriff? Du wirst dich in die Basis schleichen, während mein Team einen Weg freisprengt, um das Päckchen rauszuholen. Klingt nach Spaß. Nur als ich das letzte Mal mit Rebellen gearbeitet habe, bekam ich ein Todesmal. Rettet die Galaxis selbst, ich gehe. Ich wusste, auf die ist kein Ver... Kay, bitte. Das funktioniert nur mit dir und den Rebellen. Ich hab gesagt, ich helfe dir, aber ich lasse mich nicht in einen Krieg verwickeln, der mich nichts angeht. Dieser Krieg geht jeden an. Vergiss mal die Rebellen, Kay. Eine Menge Leute werden wegen meiner Entscheidungen verletzt. Du suchst einen Droidenschmied? Das ist die Bedingung. Ich muss los. Lass mich bitte nicht hängen. Ich hoffe, ihr meint das mit dem Fluchtweg ernst. Ich weiß nicht, wie sowas in der Unterwelt läuft. Aber wir lassen unsere Leute nicht zurück. Du hast keine Ahnung, wer zurückgelassen wird. Die Basis ist in einem Canyon westlich von dir. Wenn du in die Richtung gehst, solltest du sie irgendwann finden. Verstanden. Bin bald da. Er ist ein braver Junge. Kay, ich habe eine persönliche Frage. Oh, ja, gut, klar. Was hat es mit dem Casino-Chip auf sich, den du immer dabei hast? Ich nehme an, dass du ihn nicht setzen willst. Oh, das ist, das Letzte, was meine Mutter mir gegeben hat, als ich ein Kind war. Ein Andenken. Eine Erinnerung. Dass Nix und ich auf uns allein gestellt sind. Verstehe. Das war's schon. Ja. Okay.
festhalten. Zeit starten. Bist du in Position? Noch nicht. Na dann beeil dich mal und löse in der Basis keinen Alarm aus. Wir brauchen das Überraschungsmoment. Taifunstaffel Ende. Taifunstaffel? Das ist doch nichts, oder? Dick, ich bin drin. Gut. Folge dem Tunnel. Er führt dich zum Abhörposten, wo auch das Verteidigungssystem ist. Wir müssen es vor dem Angriff abschalten. Wir sollten mal das ganze Ungeziefer hier aus. Sieht dieser Teil der Basis so anders aus? Der Teil gehört dem Imperialen Sicherheitsbüro. Höchste Sicherheitsstufe. Pass auf, von denen willst du dich nicht erwischen lassen. Ich bin jetzt beim Abhörposten, glaube ich. Sehr gut. Schalte die Verteidigung der Basis aus. Da können unsere Freunde rein. Deine Freunde, Gedick. Bitte melden. Ende. Hau ab! Fertig. Gut. Meine Zugangsdaten haben funktioniert. Ich bin drin. Du solltest jetzt zu mir kommen können. Gut, du hast es geschafft. Der Alpha-Druide ist in dieser Richtung. Und was jetzt? Jagen wir ihn hoch? Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir setzen die Protokolle zurück. Lassen ihn für die Rebellen arbeiten, dann dreht er den Rest der Viper-Druiden um. Das Ding muss an die 30.000 Protokolle haben. Wie willst du die alle löschen? So wie wir die Automaten im Canto Grand gehackt haben. Du willst einen Kampfdruiden mit deinem Jackpot-Hack umprogrammieren? Ach, ich nenne ihn jetzt Freiheits-Hack. Er hat neue Funktionen. Oh, na sieh mal an. Da lang. Ich komme nach, wenn's sicher ist. Sorg dafür, dass das Labor leer ist. Niemand darf uns sehen. Nix. Geh zu dem Terminal. Siehst du was? Los, was ist lenk sie das? Ablenk. Achtung! Was? Hast du was, Kleiner? Widerliche Dinger. Was? Alles sauber. Ist gut. Ich komme rein. Also, wir kümmern uns um diesen Druiden, schaffen dir die Syndikate vom Hals und dann kannst du dich uns anschließen, oder? Keine Überraschung mehr. Versprochen. Taifunstaffel, wir sind da. Verstanden. Wir schaffen einen Ausgang. Besorgt uns diesen Druiden. Du musst das Eindämmungsfeld runterfahren, Kay. Bin dran. Du
Kraftfeld ist aus. Ich glaube, deine Freunde sind da. Ich bin im System. Halt mir die Kraftpunkte von da. Alles gut? Noch alles dran. Ende 5. Du machst mir Angst, Kumpel. Es ist nichts. Wir sollten weiter. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Wir brauchen deinen Viper-Droiden. Ist ja gut. Jemand muss aber bei mir bleiben, während ich die ganzen Daten lösche. Ich mach das. Kay, bring den Viper-Droiden zum Hangar. Keine Sorge, ich habe die Tür versperrt. Geh zum Hangar. Es funktioniert. Thank you.
war schlecht. Ich habe alles gelöscht, was ich finden konnte. Die benutzen meine Pläne nicht nochmal. Und du willst nicht bleiben? Na, wir werden woanders gebraucht. Ja, im Haus eines reichen Mannes. Ihr habt alle Feuerkraft, die ihr braucht. Dreht ihm nur nicht den Rücken zu. Sobald ihr aufbrecht, wird euch das Imperium jagen mit allem, was es hat. Das schaffen wir. Falls nicht, haben wir uns nie gesehen. Das Schicksal der Galaxis könnte davon abhängen. Man, ihr hört auch nie auf zu reden, oder? Im Imperium entkommen, bevor du Bewertungen abgibst. Ich bin überrascht, dass du keinen Astro-Pack hast, Gray. Naja, wir haben schließlich N5. Ja, aber die X-Kommando-Druide verfügt weder über die optimale Sensormatrix noch über eine geeignete Schnittstelle. Im Hinblick auf die Überraum-Navigation muss der anderen Einheit weit unterlegen. Er freut sich sicher, wenn du ihm das persönlich sagst. Eigentlich ist es auch egal. Wow, sind das Pike-Schiffe? Die Pikes drängen sich in ihr Gebiet. Wie es aussieht, entladen sich die Spannungen. Weißt du, es wäre schön, ab und zu einen Planeten zu besuchen, der kein Kriegsgebiet ist. Zwei imperiale Trupps nur mit ihren eigenen Waffen ausgeschaltet haben. Ich mag den Kerl. Ich kann den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte nicht bestätigen. Er ist ein legendärer Schütze, ND. Und wir brauchen ihn, wenn wir lebend aus Liros Tresorraum entkommen wollen. Hoss wurde von einem Provinzscheriff verhaftet, weil er Vaporatoren geklaut hat. Klingt nicht sehr legendär. Bei seinem Ruf war das bestimmt Absicht. Möglich. Was, traust du Jalins Leuten nicht? Ich traue niemandem. Oh, nicht mal mir? Hast recht. Bis dann, ND5. Bis später.
heißt hier nichts. Mein Todesmal verfolgt mich. Aber Gedeek wird mir den Rücken frei halten. Gedeek, ich muss zugeben, dass ich, als ich dich fand, schon überrascht war, dass du noch eine Uniform anhattest. Warum? Immerhin gab mir das Imperium täglich 3 Mahlzeiten und jede Menge Spielzeuge. Ach ja, und dann ist da noch der Teil, wo sie dich jagen und erschießen, wenn du versuchst abzuhauen. Schön zu sehen, dass du es mir nicht übel nimmst. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich lieber nicht darüber reden, was auf Kanto passiert ist. Wurde nicht weit von hier verhaftet. Suchen wir nach dem Sheriff und bieten ihm ein Geschäft an.